Hallo ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und das hier ist mein allererster Weekly Vlog im Jahr 2021. Also ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß ja nicht, ob ihr meine Ziele-Pläne-Video für 2021 schon gesehen habt. Falls nicht, verlinke ich euch mal hier oben. Denn ich habe mir in diesem Jahr vorgenommen, wöchentlich zu vloggen oder zumindest 52 Vlogs zu erstellen. Ja, ob ich jetzt wirklich jede Woche, die ganze Woche abvlogge, ist eher unwahrscheinlich, aber doch zumindest so, dass wöchentlich ein Vlog von mir online kommt, dass ich euch bei meinem Leben ein bisschen mitnehme und weil ich gerade nicht wirklich viel Leben habe, außer Arbeiten und Uni, will ich euch vor allen Dingen beim Lesen mitnehmen und die Bücher zeigen, die ich so lese. Und wir haben heute den 3. Januar, also geht dieser Vlog jetzt von Sonntag bis Sonntag. Die erste volle Woche von 2021 soll mitgenommen werden. Und das wird wahrscheinlich auch das letzte Video auf diesem Kameraformat sein, denn ab morgen habe ich hoffentlich eine richtige Vlogging-Kamera. Die hätte ich mir eigentlich zu Weihnachten gewünscht, habe ich nicht bekommen, also habe ich sie mir selbst gekauft und die kommt leider erst morgen an. Deswegen muss ich auch noch meine ganzen Jahresrückblicks, meine Neujahrswochen-Videos tatsächlich mit dem Handy drehen. Deswegen ist die Qualität da vielleicht auch noch nicht ganz so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich meine, normalerweise seid ihr das auch noch gewohnt. Aber ab nächster Woche dann, also ab dem Video nach diesem Vlog potenziell, wird die Qualität hoffentlich um einiges besser. Ich werde euch beim Prozess, wie ich mich mit der Kamera einarbeite, definitiv auch mitnehmen. Aber warum ich diesen Vlog jetzt schon und vor allen Dingen Sonntagmorgen im Schlafanzug starte, ist, dass ich eigentlich jetzt schon Leseupdates oder was zu erzählen habe zu Büchern. Denn wenn ihr meinen Lesemonat oder auch meine Leseliste für Januar gesehen habt, also mein Lesemonat Dezember und meine Leseliste für Januar gesehen habt, dann werdet ihr wissen, dass ich eigentlich noch zwei Bücher zu beenden hatte und auch noch habe. Die liegen, ich weiß nicht, ob man das sieht, dort. Einmal Kiss of Deception von Mary Pearson, wo ich ja die ersten 100 Seiten nur so ungefähr gelesen habe. Bisher, bevor ich zu meinen Eltern gefahren bin über Weihnachten und Silvester. Und dann Heartless von Marissa Meyer, wo ich ja tatsächlich schon, ja, drei Viertel des Buches gelesen habe und wo mir irgendwie noch nicht ganz 100 Seiten fehlen, um das Buch zu beenden. Und eigentlich sollte man doch meinen, als vernünftiger Mensch, nehme ich mir erstmal die beiden vor, beende die, bevor ich irgendwas Neues anfange. Tja, nein, Pustekuchen. Als ich wieder kam, war ich so ein bisschen kurz vor einer Leseflaute von einem Reading Slump. Das habe ich in meiner Leseliste Januar auch erzählt. Und habe deswegen nach dem ersten Buch gegriffen, was eigentlich so richtig nach mir gerufen hat. Und das war dieses Schätzchen hier, Heir of Fire von Sarah J. Maas, der dritte Band der Throne of Glass-Reihe. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Hauptgrund dafür ist tatsächlich einfach, dass ich auf Pinterest schon wieder so viele Bilder dazu gesehen habe, zu dieser Reihe, und ich echt Angst habe, dass ich erstmal gespoilert werde und dann eigentlich so Bock auf diesen dritten Band hatte, weil ich genau wusste, hier verändert sich die ganze Geschichte, hier geht sie in eine andere Richtung, nimmt nochmal mehr Fahrt auf und ich will unbedingt das lesen. Außerdem gehört das ja auch zumindest zu meinen Plänen. Wie gesagt, wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, dann werdet ihr hier gleich ein bisschen darüber gespoilert, denn ich plane ja ein Year of Mass, also ein ganzes Jahr, in dem ich zumindest jeden Monat ein Buch von Sarah J. Maas lesen könnte, was auch beinhaltet, dass ich die Throne of Glass-Reihe beende, wo ich mit diesem Buch zumindest noch 6 Bücher habe. Also bin ich allein mit der Throne of Glass-Reihe noch 6 Monate beschäftigt. Dann kommen ja potenziell eigentlich 2 Bücher von Sarah J. Maas raus in diesem Jahr und ich will die Akotar-Serie, also das Reich der 7 Höfe, nochmal rereaden, bevor ich mir dann den neuesten Band, der ja auch neu rauskommt, vornehme. Aber erstmal zu diesem Buch. Wie gesagt, ich habe gestern tatsächlich einfach schon mal 88 Seiten gelesen, heute Morgen auch noch wieder ein Kapitel und bin jetzt fast bei 100 Seiten und habe so ein paar kurze Updates, die ich euch geben will. Erstens, im zweiten Kapitel taucht ein neuer Charakter auf und das ist ein Broody-Kriegertyp und ich bin hin und weg. So viel schon mal dazu. Und dann ein Kapitel später oder 2 Kapitel später taucht tatsächlich noch eine neue Charakterin auf, aus deren Sicht wir lesen. Und von der habe ich ja selber noch nicht so viel gehört, aber zumindest ihren Namen schon öfter gehört und dass sie ein sehr geliebter Charakter ist. Und aktuell bin ich so ein bisschen so, okay, ich habe ein bisschen Angst vor dir, aber ich bin sehr gespannt, wo der Hype um deine Person herkommt.
Also so viel dazu schon. Das Ganze ist jetzt erst noch so im Setup-Modus. Ich meine, gut, 100 Seiten bei einem Buch, was fast von 600 Seiten dick ist, kein Problem. Aber ich plane und hoffe, heute noch sehr viel in diesem Buch zu lesen. Mindestens noch 100 Seiten, was sich als schwierig und Fehler herausstellen könnte. Denn ich habe auch noch einiges anderes zu tun. Vorrangig meine Neujahrsvideowoche anfangen zu filmen. Da habe ich nämlich noch nichts gefilmt. Das muss ich dann gleich unbedingt noch machen. Und Meal Preppen, also Essen vorbereiten für die kommende Woche, denn ich mache beim Veganuary mit, also versuche mich im gesamten Januar vegan zu ernähren. Vegetarisch bin ich tatsächlich schon seit dem letzten Jahr und auch ab und zu mal vegan, aber jetzt will ich wirklich versuchen, zumindest im Januar auch vollständig vegan zu sein und habe mir dafür einige Rezepte für die Woche überlegt. Und es ist einfach einfacher, sie vorzubereiten, während ich noch Zeit habe am Sonntag, bevor es dann unter der Woche, wenn ich mit Uni und Arbeitsstress habe, irgendwie doch tricky wird und ich dann vielleicht doch eher Lust auf was anderes hätte, was nicht ganz so zu meinem Ernährungskonzept passt. Das erstmal als kurzes Update. Ich muss mir erstmal was zu frühstücken holen, machen und mich anziehen und fertig machen, damit ich filmen kann. Und vielleicht noch die Info, ich bin heute Morgen aufgewacht und es lag Schnee und ich war nur so, what? What? Wie ihr sicherlich am Footage gesehen haben werdet, am B-Roll. Aber vielleicht potenziell will ich da ja noch einen Spaziergang machen. Aber wie gesagt, große Pläne für Sonntag. Mal schauen, wie das so klappt. Zeit ist vergangen. 3 von 7 Videos sind gefilmt. Den Rest schaffe ich heute definitiv nicht mehr. Erstmal ist das Licht weg und zweitens hatte ich vorhin auch schon so Momente oder ein, zwei Momente, wo meine Stimme fast wieder weg war. Jetzt habe ich es aber geschafft, das erste Video auch schon zu schneiden. Das exportiert gerade und dann wird es nachher noch hochgeladen. Und ich habe auch schon so ein bisschen weitergelesen in Air of Fire, 2, 3 Kapitel, aber noch nicht so richtig intensiv, weil ich endlich meine ganzen To-Dos erledigen wollte. Und jetzt konnte ich endlich noch ein Paket abholen, und zwar die Dezember Fairy Loot Box, die zu meinen Nachbarn geliefert wurde, weil ich gerade, als sie ankam, bei meinen Eltern zu Hause war. Und ja, wurde es hingeliefert, wurde es ja immer ein bisschen schwierig. Aber ich dachte mir, erstmal habe ich im Januar keinen richtigen Slot dafür und dann will ich sie auch jetzt sofort auspacken und will nicht warten, bis die neue Kamera da ist. Deswegen mache ich das jetzt und zeige euch dann nachträglich gleich mal den Inhalt dieser Box, denn ich bin schon sehr gespannt und das Thema war Thick as Thieves und ich weiß auch hier schon, was für ein Buch drin ist. Aber ich weiß auch nicht, in welcher Ausgabe und welche Besonderheiten und welche Goodies drin sind. Deswegen freue ich mich sehr, das auszupacken und euch gleich mal zu zeigen, was da so drin ist. Bevor ich zum Buch komme, muss ich einfach euch noch mal zeigen, was drin ist. Es ist einmal ein Geheimsbuch, und zwar das 4. Das ist ja so ein Ding, was man aufklappen kann. Dann ein Print von den Raven Boys. Sehr, sehr cool. Dann ein Kalender, ein 2021 Kalender mit Bildern von Percy Jackson, Throne of Glass und noch ein paar anderen Dingen, die ich nicht kannte. Ein paar Fandoms. Aber sehr schöne Bilder drin. Freue ich mich sehr. Ein Beanie. Und zwar ein Mountain Dragon Beanie. Also Bergdrache. Sehr cool, sehr hübsch. Und die passt mir sogar. Besser als die, die ich mir gebraucht gekauft habe. Und passt auch zu einem Schal, den ich habe. Richtig, richtig cool. Hier ist noch die Spoiler-Karte mit wieder einem sehr schönen Print. Dann war noch eine Notepad, also ein Notizblock drin. Kann ich auch immer gebrauchen. Und ein Throne of Glass Brieföffner. Sieht man gar nicht so diese, da sind auch Symbole eingraviert oder aufgeprägt und so. Sehr, sehr cool. Und die beiden Tarotkarten sind, wie ich schon vermutet habe bei meinem letzten Unpacking, Hunt als King of Swords und Bryce als Queen of Swords. Beide Charaktere aus Crescent City von Sarah J. Maas. Da waren ja in den letzten beiden Boxen auch schon Nebencharaktere und Bösewichte drin. Und ich freue mich so, dass ich genau die Boxen erwischt habe, wo dann auch Charaktere aus meinem allerliebsten Buch des Jahres, Crescent City oder House of Earth and Blood, drin waren. Oh, die sind so wunderschön, so wunderschön. Und jetzt zum Buch. Okay, da ist das Fairy Scoop, da ist das Bild, wo der Brief der Autorinnen drauf ist hinten, dann noch die Karte und jetzt kommen wir zum Buch und das ist Master of One von Jada Jones und Danny Bennett und wunderschön, eine wunderschöne schimmernde Ausgabe. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da sind so Symbole noch drauf. Das ist, glaube ich, in der Originalausgabe nicht. Und dieser Splitter glänzen auch richtig, richtig schön. Und wunderschön, aber mega dickes Buch in Rot. Die Rückseite.
Der Buchschnitt. Es ist ein rot glitzernder Buchschnitt. Ich glaube, das Glitzer sieht man jetzt gar nicht so richtig gut. Da sieht man es. Es glitzert. Wunderschön. Und das Buch hatte ich gerade schon mal nachgeguckt. Über 500 Seiten. Das heißt, es ist auch ein Tome und passt damit auch zum Ziel, mehr dicke Bücher zu lesen. Freue ich mich sehr drauf. Dann wunderschöne Endpaper. Also hier Umschlagseiten. Signiert von den Autoren. Das ist kein Sticker. Das ist wirklich Signaturen von den Autorinnen. Die übrigens auch ein Paar sind. Und, Moment, wenn ich das jetzt hinkriege. Wunderschöne Prägung. Und ein ganz, ganz tolles Coverbild von den beiden Protagonisten, Drax, unserem Dieb, ich vermute mal, das hier ist Drax, und dann dem Fae-Prinzen, den er findet. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, sehr gehypt. Von diesem Buch habe ich auch schon einiges Gutes gehört, denn es geht hier um, wie gesagt, den Dieb Drax, der die Aufgabe, die Mission bekommt, sechs Fae, ja, Relikte zu sichern, zu stehlen, in seinen Besitz zu bringen für seinen Auftraggeber, sonst stirbt er. Und auch ein ganz besonders antikes, besonders gewolltes Artefakt sichern soll. Und als er auf der Suche danach ist oder es findet, stellt sich heraus, dass dieses Artefakt tatsächlich ein lebender Fae-Prinz ist, in den er sich dann auch verliebt. Also da gibt es irgendwo noch einen Romance. Und es gibt wohl auch einen Cast an Charakteren, die zusammen auf diese Mission gehen, weil das zum Motto so passt und das so angedeutet ist. Und dieses wunderschöne Buch. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr darauf, es zu lesen. Vor allen Dingen in dieser wunderschönen Ausgabe. Also wirklich, also dieser Buchschnitt ist genial. Und dann diese Prägung und mit Rot und diesem Bild. Und das Cover ist auch echt schön. Und ich freue mich. Wieder ein kurzes Leseupdate, diesmal in der Mittagspause. Ich bin heute Morgen schon gut gestartet in die neue Woche, in die neue Arbeitswoche, ins neue Arbeitsjahr. Erst mit Arbeit, dann Uni, dann wieder Arbeit. Und jetzt ist mein Essen gerade fast fertig und ich habe nebenbei noch ein bisschen was gelesen, während das im Ofen war. Weiter in Air of Fire und oh, ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Also wirklich in den einen Charakter, der da neu dazugekommen ist, den einen männlichen und auch den einen weiblichen Charakter. Ich bin sehr dafür, für alles, was gerade passiert. Das Einzige, was manchmal so ein bisschen nervig ist, wir haben jetzt so drei Perspektiven, manchmal auch fünf, aber so an drei verschiedenen Standorten im Land und folgen denen. Und es ist immer mit jedem neuen Kapitel wechselt, oder fast mit jedem neuen Kapitel wechselt dann die Sichtweise und wir sind immer mal woanders. Und manchmal denke ich mir dann so, nein, ich will Selena nicht allein lassen, oder ich will bei Cale und Dorian bleiben, oder ich will gerade doch jetzt mehr wissen, was bei Menon weitergeht, aber es ist natürlich ein sehr geschickter Trick, um einen zum Weiterlesen zu bringen und um mehr zu lesen, einfach weil man ja lesen will. Und eigentlich sind alle ja, Sichtweisen, alle Orte, alle Settings, Schauplätze und was dort passiert, super spannend und faszinierend auf ihre eigene Art und Weise. Und ich gehe davon aus, beziehungsweise ich kann mir eigentlich schon denken, dass Sarah J. Maas das zum Ende dieses Buches, beziehungsweise auch im Rest der Reihe noch ganz kunstvoll gestaltet zusammenführen wird und es wird so episch. Ich ahne es jetzt schon, ich ahne es jetzt schon. Aber ich bin verliebt und ja, I love it, I love it. Ich würde am liebsten jetzt den ganzen Nachmittag weiterlesen, aber ich muss erst mal was essen und dann muss ich noch ein bisschen weiterarbeiten, bevor ich mich dann Airfire wieder widmen kann. Das heißt, ich muss auch zwischendrin noch mal wieder ein bisschen Uni machen, aber ja, erstmal Arbeit und dann Uni. Ich bin durch mit dem Anwesenheitsteil von Arbeit und Uni zumindest. Ich muss nachher noch ein bisschen was machen für eine Gruppenarbeit und ich will heute Abend auch noch beim Fernsehen nebenbei ein paar Beiträge einplanen, was arbeitstechnisch auch mir morgen den Tag vielleicht potenziell ein bisschen erleichtern könnte. Mal schauen, aber zumindest jetzt erstmal Pause. Ich weiß auch nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber gerade exportiert auch noch das Video für morgen, also Tag 3 der Neujahrsvideowoche, des Jahres, der Jahresrückblickswoche, wie auch immer man es nennen will. Meine größten Überraschungen oder fast Favoriten des letzten Jahres. Das habe ich ja auch am Sonntag im Moment gefilmt und
heute jetzt vorhin gerade noch, teilweise parallel zu einer Uni-Veranstaltung, teilweise in der Mittagspause geschnitten und das exportiert jetzt. Dann werde ich es nachher noch so weit wie möglich hochladen, dass ich mich damit morgen nicht auseinandersetzen muss, denn morgen muss ich in der Mittagspause wieder filmen, weiterfilmen, weil ja, Videowoche heißt viel Content, den ich halt auch filmen muss. Und gestern und heute ist das Wetter einfach so schlecht. Es ist so dunkel draußen. Selbst für meinen neuen Standort am Fenster fast zu dunkel, sodass es eigentlich mit Filmen auch die Tage jetzt nicht geklappt hätte. Und ich hatte auch einfach keine Lust. Beziehungsweise gestern hat mich dann eine schöne Migräne ausgenockt. Irgendwann nachmittags, also nachmittags um 4, als ich mit Arbeit und Uni einigermaßen noch nicht mal komplett durch war, musste ich mich einfach hinlegen und habe dann den kompletten Nachmittag über fast verschlafen, nebenbei noch ein bisschen gelesen, aber auch viel verschlafen und habe da dementsprechend aber gestern Nacht dann nicht so gut geschlafen, war dementsprechend heute Morgen voll fertig und dieser Schlafrhythmus macht mich wirklich fertig. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn wie gesagt, ich mache jetzt so ein kleines Päuschen. Es ist jetzt schon wieder 3:30 nachmittags. Es sieht aus, als wären es um 6, aber 3:30 nachmittags und jetzt will ich noch wieder ein bisschen weiterlesen in Air of Fire. Wie gesagt, ich habe gestern auch noch einiges geschafft. Ich bin bis Seite 310 gekommen von 550 oder so und habe damit auch mehr als die Hälfte bis jetzt schon gelesen und auch den ersten Abschnitt des Buches geschafft. Das Buch ist in zwei Teile geteilt: Air of Ashes and Air of Fire und ich bin jetzt im Teil Air of Fire. Und was ich wirklich über dieses Buch sagen muss, es ist jetzt nicht das actiongeladenste, super schnellste Buch. Wie gesagt, ich vermute aber, das ist einfach auch, weil es so ein Zwischenband ist, ein aufbauender Band. Es passiert aber durchaus trotzdem super viele spannende Dinge, super viele faszinierende Dinge, von denen ich schon echt Angst habe, wo sie hinführen. Und wir haben ja einen ganzen Haufen neuer Charaktere kennengelernt. Ein paar habe ich schon benannt, aber es gab auch noch ein paar mehr. Und ich liebe die meisten davon und ich habe auch Angst um einige, denn Sarah J. Maas ist sich ja nicht zu schade, auch einige nette und gut etablierte Charaktere einfach mal zu töten, wie die letzten beiden Bände bewiesen haben. Deswegen durchaus ein bisschen Angst. Nicht ganz um meine Lieblinge, aber doch um ein paar andere Charaktere. Und ich kann euch sagen, ich liebe Rowan. Wie gesagt, das habe ich glaube ich auch schon mal Anfang dieses Vlogs mitgegeben, aber ich liebe auch Abraxas. Das ist, glaube ich, aktuell gerade so mein liebster Charakter der Reihe. Menorn ist ziemlich cool und spannend und auch die Entwicklungen, die unsere alten Charaktere so durchmachen, ist durchaus nach meinem Geschmack. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt noch weitergeht, ob und wie, ich gar nicht mal ob, aber wie die Geschichte jetzt zum Ende hin noch Fahrt aufnimmt und was da noch so alles passiert und wie explosiv das Ende sein wird und ob ich mir dann direkt den vierten vornehmen wollen würde oder nicht und ob ich das überhaupt schaffen könnte, denn der vierte ist nochmal, ich glaube, 100 Seiten dicker als der dritte jetzt und dafür habe ich diesen Monat definitiv keine Zeit. Aber wir gucken mal. Ich bin ziemlich optimistisch, dass ich diese Woche Air Fire noch schaffen werde, wahrscheinlich sogar innerhalb der nächsten 2, 3 Tage, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schon mal gemeldet habe heute. Ich glaube nicht. Es ist jetzt Mittwoch und schon wieder Mittwochnachmittag. Ich glaube, es ist schon wieder 4 oder so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich bin gerade fertig mit Uni. Ich habe heute den ganzen Vormittag mit Arbeiten verbracht und hatte dann jetzt noch so ein Uni-Gruppentreffen über Zoom, was auch wieder 1,5 Stunden ging. Und jetzt will ich gerade noch eine Runde raus. Ein bisschen das letzte Licht des Tages, obwohl es auch nicht wirklich hell ist, nutzen. Ich muss noch ein Päckchen wegbringen und dachte mir, ich gehe endlich mal wieder eine Runde spazieren. Frische Luft, Bewegung, weg von den ganzen Bildschirmen und PCs. Ein Video habe ich heute auch schon gefilmt, wie man vielleicht am Make-up unschwer erkennen kann. Das muss ich heute Abend noch schneiden. Aber ich will euch ja eigentlich ein kurzes Leseupdate geben, bevor ich meine Runde drehe. Ups. Und zwar habe ich gestern durchaus noch einiges in Air of Fire gelesen. Hier ist das schöne dicke Teil. Und habe jetzt noch 150 Seiten übrig. Witzigerweise ist tatsächlich gestern nach meinem letzten Update was passiert. Und die Geschichte hat echt nochmal Fahrt aufgenommen. Und theoretisch hätte ich sogar gestern noch durchsuchten können. Aber ich habe stattdessen Bridgerton noch zu Ende geguckt. Mir fehlten bei Bridgerton auf Netflix ja noch 3 Folgen. Und ich hatte dann so zum Abendessen, beziehungsweise um 7, 7:30 noch die 7. Folge angefangen. Siebte, achte, nee, 6. Folge angefangen tatsächlich und hat dann, weil es doch relativ spannend war und ich einfach wissen wollte, wie es
ausgeht, dann noch die letzten beiden Folgen hinten rangehängen kann. Und muss sagen, ist echt eine gute Serie, vor allen Dingen, beziehungsweise hauptsächlich, wenn man auf ja, historische Romane steht, historische Liebesromane. Und ich hatte ja so eine Phase als Jugendliche, wo ich die auch verschlungen habe. Und ich muss auch sagen, Bridgerton hat gerade so meine Lust nach historischen Liebesromanen wieder sehr stark geweckt. Am liebsten würde ich mir jetzt auch die Bridgerton-Reihe holen und die alle lesen. Aber ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr nicht so viele Bücher zu kaufen. Und der Januar soll der erste Monat sein, wo ich gar keine Bücher kaufe, außer jetzt das Fairy-Loot-Buch. Aber das ist quasi schon bezahlt. Deswegen muss ich mich zurückhalten, auch bei E-Books. Und habe aber mir potenziell für nach Air of Fire schon einen historischen Liebesroman von Joanna Lindsay aus der Bibliothek gesichert. Aber dazu dann mehr, wenn ich dann heute Abend wahrscheinlich potenziell Air of Fire beendet habe. Okay, kleine Planänderung. Ich werde jetzt heute Abend wohl doch nicht mehr Air of Fire zu Ende lesen, weil ich will schon diese letzten 150 Seiten am Stück lesen. Deswegen lasse ich das erstmal und lege es erstmal zur Seite und nehme mir heute Abend wahrscheinlich schon diesen Historienroman vor, bei dem ich euch aber dann erst morgen ein bisschen mehr erzähle, weil vielleicht lese ich jetzt auch nur die zwei Leseproben, die ich noch so auf dem Handy, Kindle habe und schaue dann mal, wie es weitergeht. Denn es ist jetzt auch schon wieder 8:45 und ich muss einfach mal früher ins Bett gehen, denn Videos schneiden und Uni-Kram und so nacharbeiten hat dann doch alles wieder länger gedauert als gedacht. Und ich muss einfach mal vernünftig eine Nacht schlafen, um morgen erholt alles zu erledigen, abzuarbeiten, was ich so zu tun habe. Und mich dann vielleicht auch morgen mit einem klaren Kopf dem Ende von Air of Fire zuwenden zu können. Und vielleicht auch einfach mal so langsam aber sicher mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ich gebe mir Mühe, aber ja, das als kurzes Update für heute Abend. Ich sage gute Nacht und wir hören und sehen uns morgen wieder. Hey, Editing Sarah hier. Ich muss mal kurz reinspringen, weil mir irgendwie Clips abhanden gekommen sind von Freitag. Ich habe Donnerstag definitiv nichts gefilmt, aber Freitag, weiß ich, habe ich zumindest ein Update, ein finales Update zu Air of Fire gefilmt. Aber irgendwie ist das wahrscheinlich im Laufe der Weihnachts-Neujahrs-Videowoche irgendwo untergegangen und abhanden gekommen. Deswegen machen wir das jetzt schnell mit so einem finalen Update, finaler Meinung zu Air of Fire. Es war ein ziemlich, ziemlich cooles Buch. Ein super spannendes Buch. Ich mag die Richtung, in die das Ganze ab jetzt geht, in die Richtung, die sich verändert. Ich mag alles, was passiert ist, so ziemlich. Obwohl alles ist auch übertrieben, aber wie gesagt, alles, was so zu den Charakteren sich entwickelt hat und was da potenziell sich noch entwickeln wird, was da angedeutet wird, fand ich super. Ich mochte alle neuen Charaktere, die eingeführt wurden und dieses Buch überlebt haben. Ich sage es nur so. Ja, wie gesagt, meine Lieblinge habe ich euch in dem letzten vorherigen Clip schon genannt. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat und wo ich immer noch so ein bisschen so bin, so, Mann, ich hätte so gern gehabt, war eine gute Romance. Es gab zwar einen Romance-Subplot, aber jetzt irgendwie nichts, was ich geschippt hätte und nicht der, auf den ich jetzt schon warte, auf den ich auch in diesem Buch gehofft habe. Also dafür wurde hier in diesem Buch so die Grundlage gelegt, aber da ist noch nichts passiert. Deswegen, ich habe große Hoffnungen für Queen of Shadows, aber da konnte dann Air of Fire doch noch nicht ganz liefern. Deswegen hat das Ganze hier 4,25 Monde bekommen. Also ein richtig, richtig gutes Buch. Tolle Band der Reihe, aber immer noch nicht mein Liebster. Mein Liebster ist bis jetzt immer noch der erste. Aber ich glaube auch einfach, weil ich in den ersten mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen bin und die dann übertroffen wurden und jetzt seit dem ersten habe ich halt doch auch wieder sehr, sehr hohe Erwartungen für die Reihe und da kommen die bis jetzt die Bücher, also der zweite und der dritte noch nicht so ganz ran, aber der vierte, ich gehe davon aus, dass der vierte das dann schafft, weil da muss das mit der Romance passieren, da werden glaube ich auch noch wieder noch mehr Charaktere vorgestellt, da muss noch mehr passieren, denn das Ding ist wie gesagt nochmal 100 Seiten länger, das sind dann irgendwie 650, 660 Seiten. Es wird ein wilder Ritt, ich ahne das jetzt schon. Aber das wird dann wahrscheinlich erst im März passieren, wenn ich mich so lange zurückhalten kann. Oder sonst vielleicht ab Mitte Februar, weil ich ja vorher auf jeden Fall noch The Assassin's Blade lesen will. Aber das so als kleines Zwischenupdate, als Zwischenruf aus dem Off und dann zurück zum Vlog.
Morgen am Samstag. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist kurz nach 8. Habe das Fenster aufgemacht. Und es ist wieder weiß. Das ist so. Ich weiß gar nicht, ob ihr versteht, warum das so witzig und kurios ist, aber ich hatte quasi die gleiche Situation letzte Woche Sonntag. Also, als ich angefangen habe, dieses Video zu filmen. Und es war die ganze Woche über jetzt alles weggetaut. Es war wieder alles grün, braun, matschig und so ein paar Flecken. Und jetzt ist es wieder weiß. Passend zum Wochenende. Ja, das ist schon ein bisschen kurios. Und wenn man bedenkt, dass ich heute so viel zu tun habe. Müsste ich eigentlich trotzdem noch mal rausgehen bei dem Wetter und einfach noch mal ein bisschen Schnee genießen. Aber schauen wir mal. Guten Morgen, ich nochmal oder ich zum letzten Mal heute. Es ist tatsächlich wieder Sonntag und ich bin auch ein bisschen spät dran, damit diesen Vlog zu einem Ende zu bringen, weil ich einfach gestern so viel zu tun hatte und irgendwie zu nichts anderem gekommen bin und eigentlich auch nicht zu allem, was ich wollte. Ich habe relativ viel Unikram gemacht, aber wie gesagt, längst nicht so viel, wie ich wollte. Ich war noch einkaufen, so kurz vor knapp und habe dann abends noch ein bisschen im Bett gelesen und um diesen Vlog mal zu so guten Ende zu bringen und dann halt den nächsten starten zu können. Potenziell vielleicht auch nicht überlege, ob ich nicht sogar als nächsten Vlog einen Wochenend-Lesevlog mache fürs nächste Wochenende, weil ich nächstes Wochenende vielleicht ein klein bisschen mehr vorhabe und diese Woche sowieso schon stressig genug wird, ohne nebenbei zu vloggen. Und ich wahrscheinlich auch diese Woche kaum zum Lesen kommen werde, das ist auch noch ein Punkt. Aber erstmal, ich habe mir Frühstück gemacht, leckere vegane Schoko-Blaubeer-Pancakes nach dem Rezept von Bianca Zapatka, einer meiner liebsten Foodbloggerinnen. Ich bin da sehr gespannt drauf, mir die einzuverleiben. Und bin gerade noch dabei, das Video für heute, das letzte Video meiner Neujahrsvideowoche, Jahresrückblickswoche, hochzuladen. Das war mein 12 für 2021. Ein sehr spannendes Video und mir ist tatsächlich mal wieder aufgefallen, dass diese Videos alle übelst lang sind. Ist kaum ein Video dieser Weihnachts-Neujahrsvideowoche, das kürzer als eine halbe Stunde ist. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, kürzere Videos zu filmen und irgendwie nicht so viel zu labern. Aber ja, das auf jeden Fall, damit ist das Gott sei Dank durch und ich werde mich heute auch wieder der Uni hauptsächlich widmen. Und bei dem schönen Wetter, die Sonne scheint nämlich gerade, auch definitiv nochmal rausgehen. Definitiv, ich muss einfach so ein bisschen Vitamin D tanken. Aber kurz zum, ja, Ende dieses Vlogs mal das Lesen zusammenfassen. Also ich habe in diesem Vlog komplett Air of Fire gelesen, verschlungen. Richtig, richtig gutes Buch. I love it. Ich kann jetzt aber auch, glaube ich, zumindest noch mal kurz warten, bis ich mir den nächsten vornehme. Obwohl der nächste jetzt ja erstmal The Assassin's Blade werden soll, dann im Februar die Sammlung der Kurzgeschichten aus der Throne of Glass Welt, bevor ich dann im März erst mir Queen of Shadows den wirklich vollgebannt vornehme. Mal schauen, ob ich wirklich so lange aushalte, das da nicht danach nachzugreifen. Aber ja, ihr werdet es erfahren, ihr werdet es sehen in diesen Vlogs. Und dann habe ich jetzt die letzten Tage auch im Taumel der Herzen von Joanna Lindsay gelesen, weil ich einfach dank Bridgerton so viel Lust auf einen historischen Liebesroman hatte und das der einzige war, an den ich quasi kostenlos über die Online-Bibliothek rangekommen bin. Zumindest als einziger, von dem ich wusste, okay, das ist eine Autorin, die schreibt eigentlich Bücher, die mich sehr gut unterhalten, die mir das liefert in historischen Liebesromanen, was ich will. Die nicht so düster und ja, nicht so schön modern schreibt. Es gibt ja, ich habe auch früher als Kind von meiner Mutter einige gelesen. Sind dann nicht so schöne Themen präsent. Aber bei Joanna Lindsay normalerweise nicht. Die sind eigentlich immer relativ witzig, unterhaltsam. Obwohl ich sagen muss, dass mir dieses Buch in Taumel der Herzen nicht so richtig, also es hat mir schon gefallen, aber jetzt nicht so wie gut, wie erhofft und wie erwartet. Besonders wenn man bedenkt, dass das eigentlich ein Reread war. Ich habe dieses Buch vor Jahren mal gelesen. Das ist nämlich Teil der Mallory Anderson-Reihe von Joanna Lindsay, die ich tatsächlich als Teenie sehr geliebt, sehr gemocht habe. Eine meiner liebsten Reihen und da lese ich ja immer noch, reread ich ja immer noch wieder gerne Bücher von.
Die sind aber alle bei meiner Mutter zu Hause. Und ich wünschte, ich hätte sie mitgenommen. Zumindest meine liebsten Bücher. Dann könnte ich sie jetzt rereaden. Da habe ich richtig Lust drauf. Auf die Geschichte von James Mallory oder Jeremy. Oder auch die von Anthony. Das sind so meine drei Liebsten. Aber ja, ändert nichts. Ich kann sie mir nicht kaufen. Ich kann sie mir nicht besorgen. Ich muss jetzt mit dem leben, was ich hier habe. Und es hat jetzt so 3,5 Monde bekommen, weil einfach vom Schreibstil her das Ganze nicht richtig so gut war. Und auch die Geschichte war eher nur so in Ordnung. War ganz süß und unterhaltsam, aber irgendwie floss das nicht so richtig. Deswegen, ja, 3,5, 3 Monde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Muss mir bis zum Ende des Monats nochmal überlegen. Aber das war's damit für diesen ersten Weekly-Vlog, ersten Lese-Vlog. Und wir sehen uns dann in einer Woche beim nächsten wieder. Also bis dahin, bleibt gesund, lasst euch gut gehen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben und mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, macht's gut.